Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp heute am Freitag, dem letzten in dieser Handelswoche. Der DAX versucht sich an einer Erholung. Wir waren vorhin bei über 15.400 Zählern und eine Erholung versucht auch erneut mal wieder Airbus, der Flugzeughersteller. Wir sehen es, ein Plus von 2,30 Euro oder 2,3%. Wir sind unter den jüngsten Hochs im Bereich 102 und laufen jetzt quasi hier in dieses Gap rein. Die nächste Anlaufstelle wäre jetzt die 200-Tage-Linie, die wiederum mit diesen Tiefs eben zusammenliegt. Hier oben, da wäre das Gap geschlossen bei oberhalb von 110. Das ist so die Marke auf Sicht der nächsten Wochen. Wie gesagt, wenn wir dieses Kaufsignal, das wir hier jetzt sehen, bestätigen, das fällt auch diese Unterstützung oder dieser Widerstand jetzt hier mit dem Tief von Juli zusammen. Also durchaus relevant, signifikant. Und ja, wir brauchen jetzt in der nächsten Handelsstunde die Bestätigung mit Kursen oberhalb von 103 Euro. Dann haben wir, wie gesagt, die Chance, im Bereich 108 an diese 200-Tage-Linie heranzulaufen, die mit diesen ganzen Tiefs hier zusammenfällt. Also durchaus kurzfristiges Erholungspotenzial bei der Airbus-Aktie. Und das spielen wir mit einem Faktor Long-Zertifikat unseres Partners Morgan Stanley. MF1H7T ist die WKN, kostet 3,05. Ein Faktor von 3, Stopp bei 2,70 Euro wird platziert. Wir blicken wie gewohnt auf die Empfehlungen der letzten Handelstage zurück. Das war einmal Volkswagen. Hier sind wir leicht im Plus, nachdem wir uns mittlerweile der 168-Marke genähert haben. Hier das Gap zu schließen im Bereich 170 und dann 180 wäre so das nächste Ziel, wenn das so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Adidas knapp nicht ausgestoppt, jetzt wieder auf Einstand. Auch hier das Tief nochmal getestet von Anfang Mai. Jetzt nach oben gedreht, wichtig, dass wir über die 260 kommen. Auch hier ist die Spekulation, dass wir dieses Gap, das wir aufgerissen haben, von Freitag auf Montag, dass wir diese schließen. Heidelberg Zement, da hatten wir auf weiter fallende Kurse spekuliert. Das ging nicht auf. Also wir sind wieder über der 60-Euro-Marke. Das war auch dringend notwendig, wenn ich Aktionär von Heidelberg Zement bin. Zwischenzeitlich hat es nicht gut um die Aktie ausgesehen, aber sie hat sich wiederholt. Also hier ausgestoppt, Jenoptik. Weiter alles gute News, aber wir kommen nicht zurecht. Wir waren also auch hier gut angelaufen bei Kursen von 37 Euro und darüber. Aber jetzt heute ein kleiner Rücksetzer und gestern, der Schein ist noch aktiv, aber ja, dieses Kaufsignal mit Kursen über 36 wurde leider nicht bestätigt, aber wir geben dem Ganzen noch ein, zwei Tage. S&T, gestern Kaufempfehlung von Stifel mit Kursziel 30 Euro. Ja, auch hier waren wir schon höher gestanden. Wir müssen halt über die 200-Tage-Linie kommen. Dann ist zumindest mal hier die 22 das Ziel. Das ist auch so unser Ziel, wo man sagt, hier kann man mal die Hälfte rausnehmen. Weil dann macht der Schein so um die 30%. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen weiter gute Kurse. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut.